Cardano-Chef Hoskinson setzt $1 Million Kopfgeld aus. Charles Hoskinson, Gründer von Cardano, fordert Hacker weltweit heraus, indem er einen Hacking-Contest startet. $1 Million winkt demjenigen, der es schafft, eine speziell entwickelte Crypto-Wallet zu knacken. Die Lacepaper Wallet gilt laut Hoskinson als die sicherste ihrer Art in der Branche. In der Wallet sind zwei QR-Codes enthalten. Einer für den Public Key, einer für den Private Key. Letzterer ist zusätzlich durch das PGP-Verfahren verschlüsselt, was die Schwierigkeit nochmal erhöht. Die Challenge läuft bis Ende des Jahres und das Kopfgeld wird im Stablecoin USDM ausgezahlt. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.